Hallo und herzlich willkommen zu Wildlife Park. Wildlife Park. Und ich hatte recht. Nein, hattest du nicht. Ich hatte recht. Nein, hattest du nicht. Soll ich Flamingo-Base verkaufen? Ja. Ja, verkaufen, klar. Aber wo du dann gefragt hast, okay, soll ich drücken? Habe ich gesagt. Soll ich nochmal anfangen? Das heißt nicht drücken. Doch. Soll ich Flamingo-Base verkaufen? Man hört ein leichtes und kleines Ja. Leute, nein, hört man nicht. Doch. Nein, hört man nicht. Spul zurück. Schneide das raus. Und dann will ich das. Und dann in Dauerschleife 10 Stunden ein YouTube-Video von euch mit. Ja. Ja. Nö. Ja. Ja. Wir diskutieren hier seit 5 Minuten. Ja. Ja. Ich hatte recht. Vielen Dank. Du hattest nicht recht. Ja. 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 Du hattest recht. Schau mal, die Schweine. Was? Schweine, Babe. Und so. Ah ja, gut. Ich drück mal wieder auf Play. Ja, bitte. 150.000. Bäm. Yeah. Ja, schön. Ach. So, wir haben gesagt, wir möchten als nächstes Flamingo Babes verkaufen. Ja. Hör jetzt auf. Okay, gut. Wir können ja jetzt die Hasen verkaufen. Kaufen. Nimm mir dieses Mobbing. Was? Hasen verkaufen. Wir müssen erstmal Hasen bauen. Hasen bauen? Und zwar die Sweet Gaming hat uns geschrieben. Herzlichen Dank dafür nochmal. Sie will ihre ganzen Freunde in einem Gehege haben. Ich glaube nicht, dass das alle ihre Freunde sind. Ich glaube, es sind halt einige. Ja. Schreibt doch mal, ist das so eine Clique von euch? Bestimmt. Kann ich mir schon vorstellen, ne? Ich würde sagen, es ist bestimmt so der engste Kreis. Ja, finde ich cool. Machen wir natürlich sehr gerne. Wo möchtest du sie hinhaben? Ja, da gucke ich jetzt gerade. Ich habe mir da auch ein bisschen was überlegt. Wir machen da so eine Art Streichelzoo draus. Huch! Hast du es gehört? Das war der Streichelzoo. Das war schön. Die Bestätigung vom Spiel. Ja. Oh, für unsere Papageien müssen wir auch noch extra mal was machen. Sag mal, wobei, kriegen unsere Papageien ja auch wohl, ne? Hier Kinder? Kinder? Kindeskinder? Müssten sie eigentlich schon. Warte mal hier. Papagei 11, ja. Ein Monat Tragezeit? Vielleicht nicht, weil sie mit anderen im Gehege sind. Vielleicht sind sie schüchtern. Ja, aber das stört die Enten auch nicht. Da haben wir auch gerade schon zwei. Ja, die Enten sind halt Enten. Und Flamingos auch nicht. Ja, die Flamingos sind Flamingos. Außerdem werden die ja die ganze Zeit verkauft. Ja, werden wir sehen. Ich würde gern den Leuchtturm auch noch mit... Leuchtturm? Leuchtturm sage ich schon. Ja, ich würde ihn gern zum Leuchtturm machen. Nein, ich würde ihn gerne... Wo ist denn meine Maus hin? Hallo? Maus? Ach da. ich würde ihn gern mit Strahlern anleuchten. Mit einem wenigstens. Ja, aber dann von der rechten Seite, weil links haben wir ja schon einen stehen. Kein Problem. Da bin ich falsch, ne? Ja. ich würde es weiter rechts stellen. Ich würde sogar noch weiter rechts stellen. Echt? Ja. Noch ein bisschen? Würde es dann drauf zuleuchten lassen. Einfach aus dem Grund, weil wir hier noch wahrscheinlich einen Weg drumherum basteln möchten. Ja, ich würde ihn hier reinstellen. Mitten in die Sonnenblume, den Strahler. Na, hier so am Rand. Ich finde, das sieht so. Ist so idyllisch aus und dann klatscht man da so eine Laterne rein. Okay, aber das ist zu weit weg. Oder hier so. Direkt davor. Ist auch doof. Na gut, wenn du das Bild drehst, ist es nicht mehr davor. Aber schau mal, so auf gleiche Höhe wie der Burgerbrater ungefähr angestrahlt wird, aber dann einfach nur ausgerichtet auf den Kirchturm. So? Ja, ein bisschen weiter links würde ich sogar noch gehen. Ja. Und dann auf... Ja. Kein Problem, ich hab das drauf. Genau. Ja, weil das strahlt die Sonnenblumen an. Ist auch schön. Okay. Gut, können wir so lassen. Schade, dass... Heute Tag der Kompromisse, oder was? Schade, dass sie... Tizzy kriegt recht und ihr Eichi... Du hast nicht recht bekommen. Hat keine... Ich doch. Wollte nur meine Ruhe haben. Wollen wir das Spiel nochmal machen? Nein. Mit okay, du hast recht. So, pass auf. Strauß kannst du verkaufen, das geht. Ja, Flamingos soll es ja nicht verkaufen. Ja klar, mach ich auch nicht. Lord Schwabbel. Oh, Tizzy, du bist so cool. Dankeschön, ich dankeschön, dich dankeschön. So. Ich dich auch. Ich weiß. Okay, das war okay. Der schwule Moment der Aufnahme. So, okay, machen wir weiter. Hasen. Bevor es zu erotisch wird. Na du Häschen. Na du Häschen, du Kleines. Da würde ich... Eine Betonmauer bauen. Nee, hier. Für die Killer-Kanickel. Wer kennt die Killer-Kanickel? Wer kennt die Killer-Kanickel? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist so ein blöder Film. Nein. Doch, das ist so ein dämlicher Film. Der Film ist so dämlich. Ich liebe ihn. Er ist aber schon so dämlich, dass er einfach schon Kult ist. Ja? Das stimmt. Das und stimmt. Da muss ich dir recht geben. Da gibt es viele. So ein Trash-Film ist das halt. Ja. Und Trash-Filme kann man mögen. Ja, es gibt wirklich Leute, die sowas mögen. Die Häschen. Hier hinter
Turm möchte ich eigentlich so mehr so ein bisschen weiter bauen dann. Aber was hältst du denn davon? Jetzt mal so wirklich ganz blöd, geh nochmal da hoch auf das Plateau. Ja, angenommen, also ich zeig mal auf dem Monitor. Du fährst mal mit der Maus nach. Ein bisschen rauszoomen bitte. Geht also, nicht mehr. Dann ein bisschen weiter rechts runter. Ja, genau. Hier so, fahr mal nach. Den Streichelzoo. Hier den Weg entlang. Dann wird der Weg aber ziemlich hier dünn. Hoch den Weg, hier hoch den Weg. Hier. Hier hoch? Ja, damit wir hier sozusagen auf unsere Aussichtsplattform dann kommen. Richtig. Das ist eine sehr gute Idee, wobei ich fast schon möchte, dass ich die baue. Was? Ja, ich hab's da hinten gesehen, wie du Terraforming betrieben hast und seitdem will ich die machen. Nur wenn du sagst, dass ich recht hatte. Du hast recht. Ja! Ja, klar, bau die Aussichtsplattform. Dann möchtest warum du auch dann nicht? Ich freue mich nur seit 5 Folgen darauf. Möchtest okay. du dann das Hasengehege bauen? Ach, wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen in der Aufnahme. Wir haben erst 5 Minuten. Wobei, weißt du was, komm, das baust du. Ach nö, mach. Das kriegst du schon. Nö, jetzt will ich auch nicht. Ich begradige den Berg für dich und du baust dann das Plateau. Wie du möchtest. So machen wir das. So machen wir das. Ich habe bloß Angst, weil das ist. Entschuldigung. Hey, ja. Wie soll ich es denn lernen, wenn du mich nicht lässt? Ja, stimmt. Deswegen sage ich ja. Eigentlich ich mach's. Eigentlich hast du recht. Nee, machst du. Das nee, passt nee. Schon. Nein, das passt schon. Okay. Das ist schon okay. Wie machen wir das jetzt hier? Du musst ja kein rundes Gehege machen. Du kannst ja hier so ein dreieckiges Gehege, so ein dreieckiges Streichelzoo. Ja, aber ich würde halt gern, wenn wir hier nur einen Weg ziehen, ne? Ja. Ich würde halt gern hier ein bisschen weiter, um den Turm so ein bisschen Weg. Stadt, so ein bisschen, so. Weißt du schon, so ein bisschen mit Geschäften und sowas. Okay. Aber ich habe gedacht, diesen Platz ist extra was der davor. Was hältst du denn davon, wenn wir den Streichelzoo gar nicht hier drüben machen? Sondern hier drüben machen wir sowieso nichts mehr hin. Genau, außer unser Entertainment da kann man ja mal was mal geplant. Genau, das wird dann da unten geschehen. Was hältst du denn einfach davon, wenn wir hier dann praktisch noch so ein bisschen Einkaufsmeile und Marktplatz machen? Ja. Und dann, wie du schon sagst, den Weg hier weiterführen? Und vom Marktplatz aus halt hier auf die Plattform. Ja. Und dann können wir den Weg hier hochziehen. Mal gucken, was wir da machen. Dann zieh doch einfach mal den Weg, der eh schon fix ist. Eben, wir haben eh Geld. Genau, wie Heu. Wir sind rich. Was? Geld wie Heu. Geld wie Heu. So. Hier müssen wir auch noch was in die Mitte machen. Ja, da wollten wir aber Pflänzchen machen ursprünglich, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Pass mal auf. Wir klicke öfters mal, genau. Ja? Ah, warte mal. Ich will bloß nicht in die Sonnenblumen, nicht, dass sie gleich jammern. Ich mag das nicht, wenn die jammern. Ich kann Jammer nicht ausstehen. Jammerlappen. So. Pass auf. Jetzt möchte ich einmal. Pass auf, Alter. Pass auf, Alter. Krass. Warte. Oh, ich hab das studiert. Deswegen mach dir mal da keine Sorgen. Wir sind groß. Das ist ein bisschen steil, oder? Das ist für den OP schon ein bisschen hart, ja. Ist dir gefallen? Entschuldigung. Man sollte nicht lachen. Ich bin der hier mit dem grauenhaften Terraforming. Man sollte. Wart's doch ab, ich bin noch nicht fertig. Man sollte nicht lachen, wenn ältere. Der Kirchturm. Entschuldigung. Wird. etwas schief. Alter, was ist denn jetzt los? Das ist der schiefe Turm. Schau mal bitte von allen Seiten an, ob er wirklich im Lot steht. Ja. Naja, nicht so ganz, aber. Ach hey, komm! Ja, da hinten ist eh schon hier alles schief gebaut. Übertreiben wir es mal nicht, Ja, doch ein bisschen schon. Finde ich eigentlich schon cool. Nein. So. Einfach hier ein bisschen. So passt mir das. Sehr schön. Dann. So. Dann. Wo ist er? Wo war das? Da hat er sich versteckt. Ich verpeile das jedes Mal. So. Einfach hier ein bisschen erstmal zumachen. Notfalls können wir es immer noch wegmachen, wenn wir es später nicht wollen. So. Einfach, dass ich den. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Okay. Dann würde ich praktisch sagen, wir ziehen einen Weg hier dann hoch. Der kann ruhig ein bisschen geschlängelt sein. Ja, das finde ich auch schöner. Also geradlinig so. So amerikanische Blockbauweise. Was? Wenn ich mir Disneyland anschaue, also Orlando, Florida, Disneyland, das war schon richtig schön gebaut, also muss ich sagen. Wenn ihr jemals in Amerika seid, geht ins Disneyland. Es ist schweineteuer, Leute, aber es lohnt sich so sehr. Es rendiert sich wirklich. Also es ist wirklich wunderschön. In Paris war ich noch nicht, aber Orlando, Florida und dann hier praktisch hoch. Das ja, kann man ja noch ja, anders bauen. Kann man dann, wie man möchte, genau. Genau. So, und hier würde ich auch sagen, vom Marktplatz aus geht diagonal der Weg weg. Genau. Wobei ich den auch noch ein bisschen sozusagen an die Klippe ranschmiegen würde. Ich möchte hier dann noch Bäume machen. Okay.
Deswegen, dann, ja, aber genau, du hast recht, ein bisschen so zwischendrin ein bisschen rundlicher genau machen. Ja. Sehr schön. Einfach mal bis hierhin. Ja. So, das heißt, hier oben wäre jetzt praktisch frei und das wäre eigentlich für ein Hasengehege hier richtig cool. Meinst weil, du? Ja, die mögen ja Gebirge. Ach so, weil es Gebirgskranichel sind. Ja, ich glaube, die mögen das wegen dem Springen und so. Pass mal auf. Huch! Laufen. Flachland. Springen. 8 Stunden lang springen. Yeah. Temperatur, Boden, Flachland. Nee, sie mögen Flachland. Okay, gut. Ja, dann bau doch einfach dort, wo du den Weg dahinter gezogen hast, einfach da den Streichelzoo hin. Hier hin? Ja, ist doch cool. Direkt so am Fluss, idyllisch. Dann machen wir hier, pass auf, boah, geil. Wir machen hier noch einen Weg weg, ja, wo wir dann hier eine Brücke machen. Oh je, okay. Ja, da können wir dann hier uns was einfallen lassen, machen wir hier eine Brücke. Das ist dann praktisch der Weg, der dann hier hinter dem Streichelzoo wieder anbindet. Und hier machen wir den Weg so, dass die Leute in den Streichelzoo rein müssen, um weiterzukommen. Einmal durch. Genau. Oder über die Brücke. Einmal durch. Okay. Würde ich fast den hier vorschlagen, oder? Wie hoch ist der denn? Das sind die Eckpfosten. Ja, so wie der. Ein bisschen kleiner wahrscheinlich, oder? Ja, warte mal. Das sind die Eckpfosten. Der ist dann noch kleiner. Okay. Aber das passt. Achso, ja, genau. Der ist genau so wie der. Perfekt, okay. Ja, optimal. Finde ich schön. Hübsch. Hübsch. Denk dran, dass wir hier eine gerade Fläche brauchen. Die ist ja ziemlich gerade. Nee, ich meine gerade, damit wir dort den Eingang haben. Also. You know what I mean? Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich bin da manchmal ein bisschen langsam. Aber das wisst ihr ja alle. Das ist ja nicht so. So, dann mache ich mal den Zähler. Und zwar haben wir... In Hasen finde ich total niedlich und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr ein Gehege mit diesen kleinen Nagern einrichtet. Name hätte ich auch. Zum einen wäre das mein eigener. Hallo Sarah. Hi Sarah. Und liebe Grüße. Ein paar Namen meiner Freunde. Marco, Vanessa, Saskia, Lars und Jonas. Liebe das Grüße heißt, an dieser Stelle. Ja, natürlich, an alle auf jeden Fall. Wir haben dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, finde ich cool. Mach das. Ich ziehe den Fluss mit rein, ja, ins Gehege. Jetzt ist nur die Frage. Wenn du durchbaust, hört der Fluss auf? Nein, das gut passiert nicht. Aber ich würde ganz gern hier ein bisschen buddeln. Buddeln? Buddel. Und zwar, einfach weil mir hier ein bisschen an der Stelle zu wenig Wasser ist. Ja. Damit es einen schönen Übergang gibt. Genau. Machen wir hier ein bisschen mehr Wasser. Oh, schau mal da. Genau. So gefällt mir das schon. So ist okay. Wir müssen nur aufpassen, sonst wird das Wasser zu wenig. Ja, ich merke schon. Jetzt können wir aber, pass auf, ein Brückchen basteln. Erstmal hier ein bisschen flacher machen. Ach so. Dann wird das Ufer ein bisschen flacher. Dann sieht es auch wieder nach mehr Wasser aus im Fluss. So. Der reißende Bach. The Moog River. Oh, jetzt haben wir den Fluss unterbrochen. Ja, Absenken! Das sieht aber cool aus, ja, wenn das hier so kleine Engpässe. Jetzt ist nur bieten wir eigentlich in unserem Park auch Kanutouren an? Natürlich. Wenn einer ein Kanu mitbringt. Nicht durchbauen, oder? Würde ich auch fast sagen, dass wir es offen lassen. Eine natürliche Grenze. Ja, eben. Wir müssen nur aufpassen, dass keine Tiere, die schwimmen können, dass die dann da ausbüchsen. Eben. Ich glaube, an den Klippen mal, können sie aber nicht hoch. Aber da könnten sie hoch. Zieh mal durch. Weil da siehst du mich fast gar nicht. Wenn du ein bisschen mal links gehst, geh mal ein bisschen mal links im Cursor. Schau, das sieht doch perfekt aus. Da ist nämlich eigentlich sozusagen ein Zaun, aber es kommt Wasser durch. Stimmt. Genau, so machen wir das. Der Tizzy, der hat Augen. Denk dran, wir brauchen hier wieder vielleicht einen Ausgang für später. Ja. Auf der Seite. Nee, den würde ich eigentlich gern hier machen dann. Ja, aber vielleicht brauchen wir den dritten Ausgang, dass wir sagen, wir nehmen eine Kreuzung, weil wir möchten ja den anderen Teilbereich auch erschließen. Wie sollen denn die Leute hier rüberkommen? Brücke. Im Gehege. Ja, warum nicht? Das ist doch hübsch. Du bist so cool. Dann mach hier noch ein bisschen größer, das Ganze. Dann müsste ich es erstmal ein bisschen... Ey, das ist ja die Ideen, Alter. Ey, mit dem mach ich mal. In Real Life. Eine Zucchinis-Park. In echt. In echt. Das ist aber ein bisschen... Heck, Mann. Geh doch einfach ein bisschen weiter in Richtung Innenland. Dann wird ich will das Gehege nicht allzu groß machen. Nö, da habe ich jetzt gerade den Fluss ein bisschen abgeschnitten, aber hey. Wie kannst du noch größer? Nein. Ich bin so klug. K-L-O-K.
Sehr schön. Genau so. Und ein bisschen größer da an der Seite, oder? Also so. Ja. Ja, perfekt. Ach, traumhaft. Ich weiß. Ich krieg das in der Folge noch hin. Keine Angst. Ja, ja, ist ja nicht so, dass Terraforming bei uns irgendwie groß geschrieben wird. Nein. Du kommst da drauf. Ja, keine Ahnung. So. Genau. Dann. Ach man, das wirft immer... Boah. Perfekt, genau so. Ja. Oh, ein bisschen unterbrechen das Ganze. Findest so. Du? Ja, ich möchte keine sonst eine gerade Wand. Das wird schon echt riesig. Das wird schon richtig riesig für Häschen. Wobei, wir können ja auch andere Tiere im Streichel zu dann noch... Dann mach aber trotzdem, schau trotzdem mal, dass du in kleinem Bogen... Hier, ich zeig nochmal an hier. So, hier vielleicht... Ich würde erst noch ein gerades Stück, weil ich würde hier vielleicht gerne nochmal ausgehen. Okay. Nur das so machen und dann hier... Ja, aber da musst du jetzt schon echt schauen, dass du jetzt langsam die Biege kriegst. Warum? Das muss ja nicht eckig werden. Wir können ja hier so ein Bauch. Ein Bauch? Finde ich schön. Vielleicht nicht so viel. Ja, genau. Immer schön. Keine harten Kanten. Keine. Also nur stumpfe Winkel, bitte. Bitte was? Nur stumpfe Winkel. Der wird spitz. Der wird echt spitz. Nee, passt. Ist okay. Nö, gefällt mir nicht. Gefällt dir nicht? Nö, mag ich nicht. Möchtest du ein bisschen mehr? So, pass auf. So. Und so. Wunderschön. Findest du? Ja. Alter, ist das ein Riesengehege. Für unsere Killerkanickel. Hallo, es sitzt ja auch die Sarah drin. Stimmt. Sarah, dein Domizil hier, da kannst du dich austoben. Auf jeden Fall. Besucher, eins weiter runter. Habe ich gerade Personal. Gelesen. Ja, ich möchte erstmal Personal machen. Den würde ich aber jetzt nicht ins Feld. Nee. Aber die müssen ja auch hinkommen. Das ist ja das. Wir brauchen ja wahrscheinlich eh. Was hältst du davon? Schau mal, geh mal hoch. Oh, ich habe Ideen. Hier in den Turm reinzusetzen für den Pfleger. Und hier dann da das Türchen zu machen. Wenn ich dich nicht hätte. Hättest du jemand anders. Nö. Nee, das ist nicht wahr. Genau. Machen wir das direkt hier so. Ja. Bams. Und dann. Und. Bams. Und auf der anderen Seite gleich und mal so. Just in case. Bams. Wenn wir es brauchen. Sehr cool. Ja, finde ich auch. Sehr cool. Nur der Vollständigkeit halber. Ziehen wir den Weg durch. Genau. Und durchs Gehege. Natürlich, ganz klar. Einfach nur. Yeah, was war denn das? Hilfe! Wir werden gerade von Straußen überflutet. Nein. Hallo? Ist das Absicht oder Leidenschaft? Ach, weißt du was? Ja, zack, perfekt. Passt. Wird ein bisschen breiter, der Ausgang. Wir müssen Strauße verkaufen. Genau. So kommt man hier. Strauß 107. Ach du Scheiße. Bam. Wir machen auf jeden Fall Geld. Leute. Du kannst die Flamingos auch noch verkaufen, weil es gibt ja keinen Moment. Da habe ich Angst davor. Warum? Ach so, du hast ja unseren James verkauft. Nur auf Anweisung. Schau, unsere Schweine haben bestimmt das, auch schon getragen. Das ist so das Schönste. Wir haben da so eine halbe Stunde diskutiert und fast uns schon gestritten, aber wir können beide noch drüber lachen. Und das macht... Du kannst einfach drüber lachen. Und ich finde, das macht's einfach aus. Natürlich. Deswegen macht's Spaß, wenn man jemanden hat, mit dem man echt zocken will, wenn man einfach über solche dummen Dinger lachen kann. Ja. Es ist einfach herrlich. Hier kommt Spendentopf gleich für die Streicheltiere. Ja. Eigentlich an jedem Ein- und Ausgang. Spenden für die Sarah. Spenden für die Sarah. Spenden für Sarah, jetzt hier. Sarah war doch richtig, ne? Ja, ja. Alles gut. Nicht, dass ich jetzt hier einen falschen Namen sage. Nee. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir so von dem Ganzen. Und für den Jonas. Jonas war auch dabei, ne? Ein Jonas war auch dabei. Ja. Und ein Lars, eine Saskia, eine Vanessa und ein Marco. Gut, dann fangen wir doch gleich mal an. Hier. Wir haben hier natürlich auch verschiedene Kanickel und ich finde einen Schneehase, ne? Genau, Sarah, möchtest du unser Schneehäschen sein? Lässt du das? Okay. Au. Die Finger. Temperatur minus 45 bis 10. Oh. Ich glaube, Schneehäschen wird es ein bisschen... Wir können aber... Einen Froststrahler aufstellen. Ja. Ich hab die Idee. Boah, die Idee. Ich hab dann drück mal auf Stopp. Idee. Die Hasen kommen ja von hier nicht darüber. Außer über die Brücke. Nee, über die Brücke können die, glaube ich, nicht. Das müssten wir eine natürliche Brücke machen. Nee, das wollen wir nicht. Aber hier ist es zu klein. Richtig. Das heißt,
Moment. Oh, ich hab die. Wir kriegen unser Schneehäschen. Oh, nicht so viel. Nein. Ich will das Bild drehen. Ach so. Aber dann müssten wir. Nee, das ist auch blöd. Wir müssten eigentlich einen natürlichen Übergang auch noch schaffen. Aber da hätten wir keinen Fluss mehr. Und das ist schade. Bam, 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 bam. Lass doch den Teil so da drüben Teil sein. Da lebt also gar nichts. Nee, okay. Da gibt's halt ein paar Pflänzchen, die im Brückenkopf. Okay. Und dann müssen wir einen Teil Schnee machen. Den müssten wir aber dann, glaube ich, abgrenzen von den anderen. Wie das? Also, wie kann ich denn kalt machen? Wir haben... Wie kann ich die Hasen kalt machen? Also, dann nimmst du ein Messer. Okay. Warte mal. Nee, du. Wo war das? Das war hier. Eine Kältemaschine gibt's nämlich. So, damit habe ich auch erst einmal gearbeitet. Ein Kühlgerät. Genau, cool. Das kannst du dir hier hin. Und da ist dann Schneegebiet. Das Gebiet kannst du auch verkleinern, das ist kein Problem. Gut. Nur, die anderen laufen ja da auch hin und dann fühlen sie sich unwohl, wenn sie da sind. Ja, dann laufen sie halt wieder raus. Nee, die fühlen sich dann unwohl. Och, Mann. Es geht echt nicht. Habe ich schon probiert. Dann schauen wir mal nach den Feldhasen. Da, die brauchen auch minus 10. Bis 35, das ist aber okay. Minus 10 bis 45, die brauchen perfekt. Dasselbe. Der Schneehase ist einfach nur der die Obergrenze bei 10 hat. Das ist unser einziges Problem. Probieren wir es? Ich meine, wenn wir Probleme kriegen, können wir da kommt immer noch... Kommt mal die Kühlmaschine raus. Ja, dann oder wir ziehen einfach nochmal eine Grenze rein, aber dann wird eigentlich das schöne Gehege zerrissen. Eigentlich schon. Ups, komme ich gleich ins Mikro. Ja, dann, ich bin unschlüssig. Dann würde ich sagen, do it. Wir probieren es einfach. Wenn es nicht klappt, nicht böse sein. Gibt es ein eigenes Gehege, beziehungsweise eine eigene Abgrenzung, aber ist ja auch doof. Lass mich mal überlegen. Das ist alles nicht so einfach. Aber man könnte sozusagen... Nein, das ist auch doof. Die Wahrscheinlichkeit kleiner machen, indem man sozusagen ein Mäuerchen zieht und es aber nicht abschließt. Weißt du, wie ich meine? Da bin ich gerade auch im Überlegen, dass wir praktisch hier... So eine Mauer, einfach hier am... Die ist schon echt gewaltig, die Mauer. Mm. Können wir da dran auch so einen komischen Maschendraht zaun? Ja. Der Maschendraht ist hässlich, oder? Kannst du aber... Oh, nee, der ist hässlich. Das ist dann lieber den allerersten Zaun. Will ich einen Holzpalisaden haben. Oh, da ist jetzt hier... Das wollen wir nicht. Das wollten wir auch nicht. Kannst du das noch schön rund machen? Ui. Schön. Sieht aus wie eine Burgmauer. hier. Nein, wir wollen keine Hasen grillen. Oh Mann. Nimm doch mal den ersten jetzt ab. Den ersten? Ja. Ich sehe meine Maus wieder nicht. Jetzt ist sie wieder da. Weil das viel Quatsch macht. Was? Ich find's gut. Ist aber auch nicht das Wahre, ne? Außerdem können die Häschen unten durch. Jetzt haben wir wieder den komischen Pfosten im Ding stehen. Habe ich ihn? Wolltest ja, schauen? Ich habe ihn. Das löscht aber das andere auch mit. Naja, gut. Das ist aber ein kleines Stück, das können wir wieder... Klick. Ich habe eine Idee. Okay, hau raus. Oh, ich habe eine Idee. Mit Steinen abgrenzen. Oh, aber dann sollten die schon ein bisschen gedreht werden. Also, weißt du, was ich meine? Ich würde da gar nicht irgendwie jetzt groß eine Abgrenzung oder so machen, sondern einfach nur so fürs Auge, weißt du? Und dann probieren wir das mal aus. Es sind die Kältestrahler nur... Wir machen ja dann eh noch mehr Steine rein. Also, das sieht man dann eh nicht mehr. Und, pass auf, ich habe das richtige Haus für unsere... Unser Schneehäschen. Unser Schneehäschen. Kleine Eisbärenhöhle. Das ist zu groß. Willst du lieber die haben? Ja. Findest du echt zu groß? Für den Hasen? Finde ich nicht mal. Es sind ja mehrere Hasen. Es sind ja nur einer. Okay. Weißt du, falls wir später noch Eisbären haben möchten. Genau. Die vertragen sich auch so gut. Schön. So, pass auf. Wir probieren das einfach mal. Wenn es nicht klappt, müssen wir es eben wieder ändern. Genau. Passiert. Aber wirklich ganz an die Mauer setzen. Ja, wir können den Radius ja noch verkleinern. Das ist ja kein Ding. Ja, dann stellst du da hinten ins Eck. Genau. Ich würde ihn sogar hier hinstellen. Okay, hau rein. Bams. So, Radius ganz klein. So, und jetzt wird das hier alles eingefrieren. Dann hätten wir ein bisschen weiter nach... Genau.
Ja, das kann man halt vorher nicht sehen. Das ist halt das. Warum gehe ich jedes Mal da drauf? Weil ich so schön bin, so schlau. Okay, jetzt ist es ein bisschen weiter nach links. Ein bisschen, genau, oder noch weiter links? Noch weiter. Jo. Genau. So, wenn wir jetzt den Radius verkleinern. Schau, sieht doch gut aus. Wir haben wieder Nachwuchs. Strauß, 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 Strauß. Ich mach das mal eben. Genau. Oh, Hängebauchschwein, schau, wie viel Nachwuchs wir schon bei Hängebauchschweinen bekommen haben. Ui, 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 da gucken wir doch mal hin. Um Gottes Willen. Hilfe! Die Schweine. Kleine Schweinchen. Bruder, wollen wir ein kleines Schweinchen behalten? Okay. Okay, ein kleines. Wir nennen es Rudolf. Rudolf, möchtest du? Rudolf, das Schwein. Ja, oh, das ist Rudolf. Aber das ist ein Mädchen. Egal. Rudolfine. Nee, Rudolfine nicht. Specknacken. Ist ja auch sehr weiblich. Und Kleine, wie heißt du denn? Specknacken. Dann suchst du Schmetterling. Hm? Unser kleiner. Das könnte zur Verwechslung führen. Ja, stimmt. Schön. Erbi! Nee, haben wir schon. Fail. Oh Gott, wie nennt man denn ein Babyferkelchen, das weiblich ist? Hm. Hm. Guck mal, wie süß. Ich hätte jetzt ganz so ein Chip, Chip, Chip. Kann ich einbauen. Ein Chirp, Chirp oder Chip, Chip. Ein Chirp, Chirp, Chip, Chip. Aber damit ist der Witz weg, wenn du sagst. Okay, ich sag's nicht. Wie nennen wir das? Wie nennen wir das? Eine weibliche Sau. Also, Säue sind ja immer weiblich. Aber wie heißt die Sau? Margarete. Bitte. Schreine. Nein, Gottes Willen, Entschuldigung. So geschrieben. Gut. Margarete. Hau rein. Habe ich. Perfekt. So, das heißt, die anderen müssen wir verkaufen. Das heißt, wir müssen wieder einzeln verkaufen. Oh je, das wird aber bei Schweinen ein echte. Wir können die Schweine ja kastrieren. Oh, okay. Und sterilisieren, je nachdem. Ah. Pass mal auf. Ding. Glücklich. Nach Namen sortieren. Von A bis Z. Genau, dann haben wir nämlich hier bloß noch. Hängebauchschwein 19. Oh Gott, ich mach das. Alle Schweine mit Namen? Ich mach das lieber so. Gut. Das ist Margarete, die verkaufe ich nicht. Du kannst doch alle Schweine mit Nummern, weil was alle anderen sind benannt. Was hältst du denn davon, wenn wir die Schweine einfach gleich sterilisieren? Dann haben wir da überhaupt kein Problem mehr. Ein paar würde ich schon noch lassen, also weil Schweine bringen Geld. 900, um genau zu sein. Und es ist echt ordentlich. Ist halt schwierig, wenn man immer eins aufheben will, ne? Ja. Dann ist das halt ein bisschen Arbeit, aber das müssen wir eben auf uns nehmen. Margarete, auch, nein! Wir können auch eine Zuchtstation einrichten. Kommen alle Tiere hin, die vom Verkaufen geschont werden sollen. Oh Gott. Hier unten rechts noch zwei. Da ist noch das Unsichtbare. 15. Alter, was war denn das für ein Wurf? Nein. Das ist kein Schwein. Das ist ein Schwein. Du musst ein Schwein. Borsi! Kennst du noch Borsi? Ja, das ist ein Männchen. Dann mach mal nein. Oh nein, Borsi! Wie schreibt man Borsi? Borsti. Soll ich das so schreiben? Borsi? Borsti. Borsti. Borstu. 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 Wie ist Borstu? Borsi. Borsti. Nein, nein, Borsi. Du bist keine Steckdose. Ich habe mich so weggeschmissen. Gut. Okay. Dann haben wir jetzt Borsi. Das finde ich gut. Und unsere Margarete. Machen wir hier weiter. Ja. Wir brauchen jetzt. Hier müsste eigentlich jetzt schon Winter werden. Kannst du jetzt keinen Schnee drauf machen? Das müsste von selbst Schnee. Ach nee, dann wird das gar kein Schnee. So, dann macht nur kühl. Genau, genau, genau. Okay, dann. Ja, wo denn? Oben Mitte? Wo denn? Weiter rechts. Schnee. Schnee. Machen wir hier alles. Ach, geil. Das schaut so cool aus. Ja. Schön. Hier im Berg auch noch ein bisschen. Ich finde das eigentlich ganz cool so. Ja, aber mach mal so einen kleinen Schuss hier noch hin, damit es hier nicht so gerade Kante ist. So, ja, genau. Ja, schön, schön, schön. So. Okay, dann jetzt endlich zum Tiereinzug. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Wir machen in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Ja,
Okay. Freunde, tut mir leid, wir haben viel zu viel rumgealbert, aber ein bisschen... Sarah, es tut mir leid. Sarah, in der nächsten Folge ziehst du ein. Ja. Und all deine Freunde auch. Auf jeden Fall. Bis dahin. Super, macht's gut. Ciao.